Hallo bei Phil's Philosophy. Uns geht es heute um das Thema Feminismus im Schulkontext. Und ich bin froh, Frau Jasmin Rombach begrüßen zu können. Einen wunderschönen guten Tag. Sie hat ihre Masterthesis geschrieben zum Thema Gleichberechtigung fördern, feministische Ethik im Unterricht. Frau Rombach, meine erste Frage, wie sind Sie eigentlich zu dem Thema gekommen? Was hat Sie da interessiert? Also zu dem Thema bin ich quasi durch Sie gekommen. Ich habe ein Seminar besucht, da ging es bewusst um Feminismus und Philosophie, also Philosophinnen, genau. Und an sich mag ich einfach Unterrichtsthemen im Ethikunterricht, die einfach sehr praxisnah sind, aber auch gesellschaftskritisch. Und da habe ich mich einfach gefragt, wie könnte man diesen theoretischen Input, den ich durch dieses Seminar bekommen habe, jetzt auf quasi ein Unterrichtskonzept vielleicht da etwas einfach entwickeln und überlegen, wie man das umsetzen könnte. Ja, Sie haben einen ersten großen Teil in Ihrer Arbeit, der nennt sich Relevanz der feministischen Ethik. Und stellen wir uns jetzt mal einen Zehntklässler vor, 16 Jahre vielleicht, der würde Sie fragen, ja, was ist feministische Ethik überhaupt und was bringt es mir für mein Leben, wenn ich mich damit auseinandersetze? Wie könnte man diesem Schüler das erklären? Also die feministische Ethik ist natürlich eher komplex und jetzt nicht so schnell zu erklären. Aber das Wichtigste ist, dass es einmal natürlich um diese kritische Reflexion geht, die wir schon haben bei den traditionellen Ethiken. Da wir da einfach zum Beispiel den Sexismus aufdecken oder Ungleichstellungen von unterschiedlichen Menschen. Und dann geht es natürlich auch um die Neuentwicklung neuer Konzepte, neuer Denkanstöße im Bereich Ethik, Philosophie, wo in Richtung Gleichstellung aller Menschen geht. Und was jetzt natürlich ein Zehntklässler davon hat, natürlich geht es einmal um diese eigene Entwicklung, dass man sich quasi selbst reflektiert und fragt, was möchte ich für mich selber? Passen zum Beispiel die Rollenbilder, die in der Gesellschaft vorgelebt werden, passen die zu mir, passen die nicht? Will ich vielleicht was anderes für mich? Aber auch, dass ich mein eigenes Verhalten reflektiere. Wie gehe ich mit anderen Menschen um, zum Beispiel mit Frauen oder Minderheiten? Passt das so oder sollte ich das nochmal überdenken? Also eine ganze Strauß von, ich sag mal, Benefits, die Sie versuchen können, dem Schüler zu vermitteln. Jetzt gibt es ja auch gesamtgesellschaftlich gerade viel Kritik an dem älteren Feminismus, für den Alice Schwarzer steht. Und da wird manchmal gesagt, ja, das ist sozusagen White Feminism und nicht mehr zeitgemäß. Wie stehen Sie zu dieser Kritik? Erstmal muss man natürlich sagen, dass Alice Schwarzer natürlich einen großen Beitrag geleistet hat für die reinen Frauenrechte. Aber es hat für mich persönlich nichts mehr mit dem Feminismus zu tun, da der Feminismus heute einfach ein Feminismus für alle Menschen ist, eine Gleichstellung für alle Menschen. Und sie hat sich einfach sehr negativ gegenüber Transmenschen oder auch rassistisch geäußert. Und es hat für mich persönlich jetzt nichts mehr mit Feminismus zu tun, wenn man bewusst irgendwie Minderheiten irgendwie noch attackiert oder kritisiert. Zum Beispiel hat sie sich auch gegen das Selbstbestimmungsgesetz für die Transmenschen geäußert. Und eigentlich sollte ja Selbstbestimmung gerade im Feminismus zusammenarbeiten. Oder auch, dass sie sich geäußert hat, zum Beispiel Thema Kopftuchverbot ist ganz klar eigentlich gegen Feminismus. Weil natürlich sollte eine Frau nicht gezwungen sein, ein Kopftuch zu tragen, aber wenn sie eins tragen möchte, sollte ihr das absolut freigestellt sein. Genau. Das heißt, Sie können mit der Kritik durchaus was anfangen. Jetzt mal wieder zurück zum Ethikunterricht. Da stellt sich ja die Frage, wollen wir feministische Perspektiven sozusagen als eigenes Unterrichtsthema machen, zum Beispiel indem man verschiedene Positionen vorstellt, oder soll man die bestehenden Themen des Bildungsplans, die es eben schon gibt, und da ist eben, man könnte sagen, leider Feminismus kein eigenes Thema, ja, soll man die bestehenden Themen vielleicht irgendwie anders erschließen mit dieser Gender-Perspektive, mit dieser feministischen. Wie stellen Sie sich vor, da vorzugehen? Eigentlich alles oder beides. Also natürlich kann man jetzt allgemein Texte auch von Philosophinnen nutzen. Zu einem daher, da früher Frauen keinen Zugang zur Philosophie hatten und es jetzt schön ist, dass es Philosophinnen gibt, dass man natürlich von diesen auch Texte für den Unterricht allgemein für unterschiedliche Themen nutzen kann. Aber auch, dass wenn man zum Beispiel klassische Themen wie Aristoteles oder Kant da Texte anhand nimmt, dass man die auch kritisiert, dass man das auch anschaut oder zum Beispiel auch ergänzt. Zum Beispiel Aristoteles kann man sehr gut mit Martha Nussbaum ergänzen. Aber auch, ich finde,
dass auch ein eigener Themenblock auf jeden Fall machbar ist. Wir haben das Thema Ich und andere, Toleranz, Vielfalt. Und das schließt sich alles, finde ich, im Kreis feministische Ethik. Und das kann man einfach wirklich sehr gut reinbauen in den Bildungsplan, dass man da wirklich einen Themenblock zur feministischen Ethik absolut zu Recht anhand des Bildungsplans einbauen kann. Oder auch Thema Projektwochen an Schulen, da versucht man ja auch immer neue Themen zu finden. Und da fände ich Feminismus, feministische Ethik auch schön. Da könnte man ganz tolle Museen besuchen oder mal Dokumentarfilme anschauen und da wirklich was Intensives ausbauen, was den Schülern auch was bringt. Jetzt werden Sie ja in einigen Wochen Lehrerin sein, im Referendariat zunächst. Und haben Sie sich da schon so etwas wie eine persönliche Message für Ihre SchülerInnen in Sachen Feminismus ausgedacht? An sich einfach seid ihr selbst. Also versucht nicht irgendwelchen Rollenbildern oder Vorgaben zu entsprechen, sondern überlegt euch selber, was möchte ich für mich, wer möchte ich sein und überlegt euch, welchen Beruf, welches Hobby, welche Lebensführung möchte ich ausleben anhand von meiner Persönlichkeit und nicht von irgendwelchen äußeren Faktoren wie Geschlecht oder Religion oder anderen Vorgaben, die es gesellschaftlich gibt. Und da möchte ich einfach nur sagen, ein Blumenstrauß ist auch erst richtig schön, wenn er bunt und vielfältig ist. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie da waren, Frau Rombach. Dankeschön. Feminismus im Schulkontext. Wir haben euch einige Aspekte versucht vorzustellen und ihr denkt unbedingt weiter darüber nach. Bis zur nächsten Frage bei Phil's Philosophy.